Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. Die letzte Aufnahmesession ist jetzt eine ganze Weile her. Ich war nämlich für 2 Wochen im Urlaub und habe meinen Puffer nicht berücksichtigt davor. Ja, deswegen sind ein paar Folgen noch gekommen, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Und jetzt am Wochenende habe ich endlich wieder Zeit aufzunehmen. Jo, deswegen starten wir jetzt wieder in unser Kommunikationszentrum. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben beim grünen Magier. Also, los geht's. So, ich wundere mich gerade darüber, dass die King's Quest weg ist. Weil eigentlich hätten wir für die Soldatenkultur erforschen müssen. Das können wir aber trotzdem machen. Sollten wir sowieso trotzdem machen. So, wir müssen uns erstmal umgucken, wo wir als nächstes hin müssen. Weil es gibt ja noch ein paar Räume hier, die wir ausbuddeln müssen. Zum einen müssen wir hier irgendwo in die Richtung graben. Da wäre ein bisschen Gold. Ja, und da ist das tolle Stromgeräusch. Ich würde erstmal gerne hier oben hingraben. Gucken, was da ist. Und die tolle Musik. So. Zwerg läuft. Zwerg nach oben. Und hier reinbuddeln. Hey, listen. Ah, noch einer dieser Generatoren macht ihn kaputt. Hey, you. Ah, noch einer dieser Generatoren macht ihn kaputt. Okay, da ist was nicht ganz so gelaufen, wie es laufen sollte. Kommt, 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 kommt. Na, ihr beiden erstmal nicht. Hm? Kümmert euch um den Ork. Oh, die kommen trotzdem. Warum werden mir die Stufen beider Zwerge nicht angezeigt? Fällt mir gerade so auf. Hier ist gerade definitiv was verpackt. Der da stirbt gleich. Und du kriegst kein freies Schussfeld, oder was? Ja, wir werden einfach die Stufen meiner Zwerge nicht angezeigt. Das ist seltsam. Ach so, die werden auf der anderen Seite angezeigt. Ups. Ah, stimmt ja, die werden oben bei den Namen angezeigt. Irgendwas läuft hier nicht ganz richtig bei mir gerade. Ich bin halt wirklich nicht mehr richtig drin. So, ich kann auch in die Richtung weitergraben. Ich kann hier mal alles verkaufen. Ein Forschungspunkt. Ein bisschen Holz. Gold. Und du? Gibt's noch mehr Gold? Okay. Der will auch noch eins auf die Rübe haben. Damit können meine Truppen dienen. So, ich möchte bitte auf Soldatenkultur gehen. Beteiligst du dich diesmal wenigstens richtig am Kampf? Ja, im Nahkampf. So, gut. Jetzt könnt ihr auch von mir aus das Ding zerstören.
Hier geht's lang. Da wäre noch ein großer Raum. Na, erstmal müssen bei den Spinnenweben aufgeräumt werden, ne? Ich gehe mal weg, weil wenn das Ding wieder um die Ohren fliegt, genau. Just listen here. Nächste Barriere ist unten. Mach weiter so, meine Zwerge. Can you hear me? Grr, wie habt ihr meine gerissene Täuschung durchschaut? George. Okay, die kriegen Level-Ups dadurch, dass sie Zeug kaputt schlagen. Ach, auch nicht schlecht. Ja, und ich habe zwei Marmorsäulen mir geschnorrt. Das ist auch toll. Ihr braucht hier nicht rumstehen. Ihr könnt ruhig wieder hier runter gehen. So, Holz. Da war ja noch was. Ja, hier war ja definitiv noch was. Das fällt mir gerade wieder ein. Wir wollten nämlich hier zumachen. Und dafür brauchen wir Holz. So, wollten wir einen dritten Forscher haben? Ja, dann können wir den uns jetzt mal holen. Denn der ist Level 5, der Zwerg. So, jetzt haben wir drei Forscher. Jetzt könnten wir noch einen dritten Militärzwerg gebrauchen. Einen vierten Militärzwerg. Und ja, wir könnten hier mal dem sein Zeug wegverkaufen. Um so an noch mehr Ressourcen zu kommen. Gemein, oder? So, damit können wir schon mal... Ja, die Schwertausbildung und dann geht es in Richtung Soldatenkultur. Mit Offensivstrategien, Scharfschützenausbildung und Soldatenkultur. Weil es war, glaube ich, Plattenpanzer und Soldatenkultur, was wir erforschen sollen für die Quest. Auch wenn sie jetzt nicht mehr erscheint, ich mache sie trotzdem. Ist schade, dass man die sich nicht mehr anzeigen lassen kann, die abgeschlossenen Quests. Ich würde ja sagen, daran müssten die Jungs noch arbeiten, aber... Das Problem ist... Sie arbeiten nicht mehr dran, weil das Spiel halt leider nicht so erfolgreich war, wie man gern gehofft hätte. So, ich hätte eigentlich gern Titan, also... Klaue ich den mal hier hinten die Wände weg. Auch wenn wir wahrscheinlich noch zu weit oben sind für Titan. Nein, hier finden wir nur Gold. Und Titan ist leider auch zu teuer. Ja. Kostet 500. Aber hier wäre Eisen. Eisen ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn es nicht viel Eisen ist. Stein brauchen wir zurzeit erstmal nicht. So, du sollst Stufe 5 erreichen, dann wirst du zu einem Krieger und gleich zu dem Fernkämpfer gemacht. Und alle Zwerge haben ziemlich ein Turbo drauf. So, wir haben sogar schon ziemlich viel Holz wieder, wahrscheinlich weil ich so viel verkauft habe. Ja. Hier und hier mal zumachen. So. Ah,
Genau, da kann ich mir nämlich hier die Pipette schnappen. Und schon mal hier ein bisschen mich drum kümmern. Oh, und ich könnte einfach auf der anderen Seite noch zwei Truhen errichten für mehr Lagerfläche. So. Da hinten fehlt noch ein Mauerstück. Und ja, ich bin pingelig. So. Das ist schön jetzt. Jetzt sieht der Thronsaal fast endlich aus wie ein Thronsaal. Warum will da keiner buddeln gehen? Ich hab doch Leiter und alles dorthin, oder? Eigentlich schon. Aber meine beiden Bergarbeiterzwerge, die... Oh. Warum fehlt da eine Leiter? So, jetzt aber. Ja, jetzt rennt er los. Gut. Können wir auch gleich noch weitere Leitern hier und hier platzieren. Um noch mehr rauszuholen. So, das war jetzt nur ein bisschen Eisen, aber ist besser als nichts. Als nächstes wahrscheinlich in die Richtung buddeln. Und dann geht es hier unten langsam weiter. Wobei hier auch ein Raum wäre, in den ich mal gern reinbuddeln würde. Nur um zu sehen, was da ist. Da ist jedenfalls ein bisschen Gold. Da ist noch Silber. Da ist noch mehr Gold. Gold nehme ich immer gerne mit. Auch das Gold hier. Das können Sie ja von unten heraus ausbuddeln. So. Erhöht den Schaden von all euren... erhöht den von all euren Kriegern zugefügten Schaden. Ja. Eigentlich müsste ich ja Heroismus freischalten, bevor ich irgendwas anderes mache. Habe ich eigentlich Tore freigeschalten, dass ich da ein Tor setzen könnte? Nein. Da müsste ich hier irgendwo... Fallenverbesserung, Tore. Genau, Gewehrzugang zu größeren Türen. Ah, ein Goblin. Der einen Forschungspunkt und ein bisschen... Holz für uns übrig hat. Und ein bisschen Turmalin. Und da ist sogar Eisen. So, das war wahrscheinlich der Goblin.